Dämmerlicht in den engen Gassen in Shatila muss ich mich erst gewöhnen. Seit fast 60 Jahren gibt es das palästinensische Flüchtlingslager mitten in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Ich bin mit Hisham Ruslan unterwegs in seinem Viertel. Der 28-Jährige ist hier geboren und aufgewachsen. Seine Leidenschaft: Fotografieren. Für mich ist es sehr wichtig, hier unsere Geschichte festzuhalten und zu dokumentieren. Dafür fotografiere ich die Ereignisse, Menschen, die Gebäude und Häuser und halte damit natürlich auch unsere Probleme hier fest. Probleme gibt es genug. Hisham gilt als palästinensischer Flüchtling, denn seine Großeltern flohen vor über 60 Jahren aus dem heutigen Norden Israels in den Libanon. Das war als Provisorium gedacht und das ist es geblieben, auch für die nachfolgenden Generationen. Hisham hat wie alle palästinensischen Flüchtlinge im Libanon keinen Pass, er darf nicht wählen. Einmal Flüchtling, immer Flüchtling, meint der Student. Unsere Stimme wird doch außerhalb gar nicht mehr gehört oder wahrgenommen. Deshalb will ich die Kraft der Fotos nutzen. Die sprechen für sich selbst. Mit Bildern kann man unsere Situation besser erklären und zeigen, wie wir hier leben. Leben in Shatila, das ist ein schwieriger Alltag. Das Flüchtlingslager, hat man mich vorgewarnt, sei in einem schlimmen Zustand. Da ist das Verbot, neue Wohnungen zu bauen. Da ist die mangelnde Strom- und Wasserversorgung. Doch es fehlt vor allem eines, eine Perspektive. Hisham kennt fast jeden hier im Viertel. Sein Freund Mohammed ist 21 Jahre alt, schon lange sucht er einen Job. Aber bestimmte Berufe dürfen Palästinenser im Libanon nicht ausüben. Die Berufsverbote werden zwar weniger, aber leichter wird es für die Flüchtlinge nicht. Es gibt ja sowieso nur wenige Möglichkeiten, uns auf einen Job zu bewerben. Und wenn es einen Job gibt, dann kriegst du ihn nicht. So müssen viele im Ausland nach Arbeit suchen, in Syrien, im Irak oder in Jordanien, in Ländern, in denen es keine Rolle spielt, welcher Nationalität du angehörst. Dort wird nach deiner Qualifikation geschaut. Aber hier als Palästinenser würden sie dir am liebsten noch die Luft zum Atmen nehmen. Vielleicht auch, weil die Situation hier so aussichtslos scheint, ist der Traum von einer Heimat Palästina umso größer. Beide waren noch nie im heutigen Israel oder in den palästinensischen Gebieten, aber sie sind gut informiert. Ich verfolge natürlich immer, was in meinem Land vor sich geht, vor allem in meiner Heimatstadt Haifa. Wir schauen uns Bilder im Internet an und machen Vergleiche, wie war es damals und wie ist es heute. Wir als Palästinenser wollen dieses Land noch viel mehr als die Israelis. Warum sind sie nach Palästina gekommen? Dafür gibt es viele Gründe, aber es ist unser Land. Doch solange die Flüchtlingsfrage im Nahen Osten nicht geklärt ist, ist das Land für Hisham und Mohammed unerreichbar. Wir sind wieder unterwegs, diesmal zu Mohammed. Die 70-Jährige ist noch in der alten Heimat Palästina aufgewachsen. In ihr Haus dringt kaum Tageslicht. Das ist typisch für Shatila, wo jeder noch so kleine Platz zugebaut ist. Sie erzählt uns von der Flucht mit ihren Eltern nach der Staatsgründung Israels 1948. Da war sie ein kleines Mädchen. Diese Erinnerungen sind für sie schmerzhaft und auch im Libanon hat sie keinen Trost gefunden. Wir haben versucht, hier etwas aufzubauen, aber wir werden nicht respektiert. Wir werden hier nicht gemocht. Und nicht nur das. Der Libanon ist ein zerrissenes Land, von vielen Konflikten erschüttert. Wir kommen an einem Friedhof für palästinensische Widerstandskämpfer vorbei, mitten im Wohnviertel.
Shatila, das war einst auch Schauplatz eines der schlimmsten Massaker im Nahostkonflikt. Hier ermordeten 1982 libanesisch-christliche Milizen Hunderte, wenn nicht gar Tausende Zivilisten unter den Augen der damaligen israelischen Besatzer. Die Vergangenheit ist hier überall gegenwärtig, nur von Zukunft ist wenig zu spüren. Ich bin zu Besuch in Beit Atfal. Das Zentrum bietet Freizeitmöglichkeiten für Kinder und auch Weiterbildung für Jugendliche. Außer den Krankenhäusern und Schulen, die die UN unterhält, gibt es hier nur wenige soziale Angebote. Gerade die aber seien wichtig, erzählt mir Sozialarbeiterin Zuhur Akawi. Sie kämpft gegen die Perspektivlosigkeit. Wenn man die Uni absolviert hat, kann man als Flüchtling danach im Libanon nicht arbeiten. Viele verlassen die Schule frühzeitig. Viel Hoffnung haben die meisten Kinder nicht. Hisham arbeitet im Zentrum als Freiwilliger, ebenso wie Lina. Sie ist 22. Ihre Großeltern flohen aus dem inzwischen israelischen Haifa in den Libanon. Als Kind besuchte sie das Zentrum. Heute will sie etwas an die Jüngsten weitergeben. Ich habe ein Bild von Palästina und das will ich Ihnen mitgeben, damit Sie Palästina lieben. Denn irgendwann werden Sie einmal dorthin gehen und dann werden Sie sich an meine Worte erinnern und sagen, Lina hatte recht. Am Nachmittag nimmt mich Lina mit an die Corniche, den berühmten Küstenstreifen Beiruts. Sie will dort ein paar Freundinnen treffen. Lina studiert Biologie an der Uni in Beirut. Das bedeutet auch Pendeln zwischen dem Leben in Shatila und dem als junge Studentin in der libanesischen Gesellschaft. Das hier fühlt sich als mein Zuhause an, Beirut. Hier habe ich 22 Jahre meines Lebens verbracht. In jeder Straße hier habe ich Erinnerungen. Das kann ich nicht so einfach ignorieren und sagen, ich bin Palästinenserin aus Haifa. Trotzdem, ich hänge auch sehr an Haifa und ich will dorthin zurück. Aber ich liebe auch Beirut, wo ich herkomme. Sie sei ständig hin und her gerissen, sagt sie mir noch, bevor sie mit ihren Freundinnen von dann zieht. So ähnlich geht es vielen jungen Leuten hier, die versuchen, ihr Leben in Beirut aufzubauen. Am Abend bin ich noch einmal mit Hisham zu Hause in Shatila verabredet. Seine Mutter ist hier geboren. Auch sie träumt davon, eines Tages in das Land ihrer Eltern zurückkehren zu können. Jahrzehnte sind bereits vergangen und eine Lösung ist nicht in Sicht. Dennoch, die Hoffnung auf einen Palästina will keiner hier aufgeben. Viele denken, das ist doch absurd, von etwas zu träumen, was man nie gesehen hat, wo man nie gewesen ist. Das klingt wie in einem Märchen. Ja, wir waren noch nie dort, haben es nur im Fernsehen gesehen. Aber ich glaube, das ist keine Schwäche, sondern unsere Stärke. Innere Stärke, die brauchen die Menschen hier in Shatila, geht es mir durch den Kopf, als wir ein letztes Mal durch die kleinen Gassen laufen. Die internationale Politik jedenfalls scheint die Flüchtlinge vergessen zu haben.